wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar befinden wir uns heute in unserem Schlafzimmer, so wie jedes Mal. Ja. Ich habe heute, ich bin ja völlig ausgestattet. Ich bin jetzt die Friseuse von Julian und wir werden jetzt Julians Haare schneiden und färben. Und der Julian hat sich noch nie in seinem ganzen Leben die Haare gefärbt. Ja, noch einmal rot. Aber ja gut, aber das war ja sehr schnell wieder raus und seinen nächsten Tag schon. Ich habe große Pläne. Und ja, und am Ende des Videos verlinken wir euch auf jeden Fall die Bibi, weil die kriegt jetzt danach sofort auch die Haare gefärbt. Ja, das wird wieder richtig krass. Ja, auf jeden Fall, das können wir uns am Ende anschauen. Aber ich habe mir natürlich professionelle Unterstützung geholt, weil ich ja nicht will, dass du voll bescheuert am Ende aussiehst. Deswegen darf der liebe Diego jetzt mal ins Bild kommen. Komm her. Ich glaube, du bist eh zu groß, man hat sich noch nicht mal dein Gesicht. Hallihallo. Ich fühle mich ja wie auf so einem Präsentierteller. Die muss jetzt weg, die Kerl. Die Spannung. Die muss weg. Hauptsache, sie wollte die ganze Zeit, dass ich meine Haare so lang wachsen lasse, dass ich mir die so nach hinten machen kann. Und jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt will sie sie abschneiden. Ich kriege sie ja noch abgeschnitten, das ist schon erzählt. Wir haben dir schon mal den Blondierbrei zurechtgemischt. Blondierbrei? Wieso ist denn der blau? Ihr wollt mich verarschen? Nein. Freunde, das ist aber ziemlich eng an der Gurgel hier. Ich habe ein bisschen Angst. Kann das, dass das jetzt schon weh tut? Nein. Julian, kannst du jetzt mal bitte. Sorry, ich habe noch nie meine Haare blondiert. Ich hatte voll Angst. Auch auf die andere Seite. Stell dir vor, es brennt jetzt so hart. Nein. Wow. Es brennt echt. Ja, Julian, es brennt immer ein bisschen. Jetzt stell dir nicht so. Niemand interessiert sich für mein Wohl hier. Wer schön sein will, muss leiden. Meine Kopf. Ich wollte nicht schön sein. Ich müsste so einen Schutz einbauen, dass Screenshots verboten sind in dem Video. Die macht das echt gut. Au! Oh, sorry. Wie so ein Napf. Wenn du mal reinbrechen möchtest. Das ist so eine Mischung aus Brennen und Jucken. Ah, das ist ja richtig eklig. So, ich gebe dir jetzt den Pinsel, dann kannst du weitermachen, damit wir hier keine Stunde mehr für brauchen. Hier voll. Scheiße! Das ist ja hier voll die Folter. Leute, die Blondierung wird jetzt zu Ende blondiert. Meine Kopfhaut juckt wie Schmidts Katze. Oh, ach du Scheiße! Was denn? Oh mein Gott! Das wird dir nicht gefallen. Echt nicht? So Leute, da bin ich wieder. Riecht man seinen Kopf, der riecht richtig nach Blondierung. Oh, das hab ich schon mal weg. Riech nicht an meinem Kopf. Boah, ich bin voll aufgeregt. Ich glaube, ich bin gerade viel aufgeregter als du selber. Das glaube ich nicht. Das Ding ist, wenn es scheiße aussieht, bin ich halt schuld. Ich glaube, dann kriege ich richtig auf den Arsch von dir. Leute, ich habe Ausschlag auf den Kopf bekommen, weil ich die Blondierung allergisch bin. Nein, das ist niemals. Ich glaube es nicht. Jetzt bin ich hier alleine, ne? Jetzt habe ich die Scheiße da auf dem Kopf, jetzt sind sie alle weg. Julian, tut mir leid, wenn ich dich jetzt hässlich mache, okay? Nur kein Ding. Okay, warte. Ich kann gerade gar nichts mehr so. Ja. Jetzt schnipp, schnapp. Ja. So funktioniert eine Schere, genau. Wie ja, aber das ist eine besondere Schere. Warte, du hältst die falsch rum an. So. Du hältst die falsch rum. Super. Warte, okay, so. Nein. Warte. Jetzt ist wieder falsch rum. Wie kann man denn so blöd sein, eine Schere zu benutzen? Ja, das ist eine besondere. Ach, und hier ablegen. Das war Spaß, Juli. Okay, genau. Hast du das so richtig erkannt? Ja. Boah, das sieht, wenn jetzt hinten runterhängen, Julian, das sieht richtig cool aus. Was ist das denn? Das ist ja ein halber Kopf hier. Au! Halt fest, die Farbe. Nee. Halt die Farbe. Red nicht so mit mir, Fräulein. So, und jetzt wieder wie eben, ja? Genau. Boah, weh, das brennt jetzt schon wieder. Nein, das brennt nicht. Boah, das wird so schön, ey. Sieht man jetzt schon das Grau durch? Ja, man sieht das voll glänzen und leuchten. Mhm. Die werden wirklich grau. Julian, du kriegst einfach ohne Scheiß silberne graue Haare, ne? Das wird so schön. Ist das kalt? Nee, warm. Noch zu glatt. In der Kamera sieht's gut aus. Das ist halt noch sehr viel blond. Ja, ne? ja. So, Freundin, Bibi ist jetzt mittlerweile aus dem Bild, weil die auch schon ihre Haare gefärbt hat. Verlinke ich euch am Ende. Wie viele Stunden später haben wir? Vier? Vier oder so, ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt nachts um 1 Uhr. So, die waren kurzzeitig orange, dann mussten wir nochmal nachblondieren, dann haben wir sie nochmal getönt, dann haben wir sie nochmal. Jetzt werden sie grau. Nein, mach mal jetzt Screenshot oder diesen Altersmesser, wie alt ich bin. So Leute, das Werk ist vollbracht. Meine Haare sehen jetzt so aus, wie sie aussehen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich komme gar nicht drauf klar. Jedes Mal, wenn ich ins Badezimmer gehe und in den Spiegel gucke, erschrecke ich mich und knall gegen die Toilette. So ungefähr. Nee, ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, kann das gar nicht einschätzen, aber ich glaube, ich finde es cool. Ich habe es voll vielen Freunden schon geschickt.
die haben gesagt, sieht gut aus, aber kann auch sein, dass die mich verarschen. Also schreibt mir unbedingt rein. Bibi findet es cool, hat sie gesagt. Die sind auf jeden Fall auch richtig krass gekürzt worden. Das sieht man jetzt gar nicht. Die sind so locker 5 bis 10 cm gekürzt worden und sehen trotzdem noch voll lang aus, ne? Aber so ein kurzer Schnitt hätte ich jetzt auch nicht so cool gefunden. Also ich bin zufrieden. Es war eine gute Bestrafung, würde ich mal behaupten. Und jetzt schaut auf jeden Fall in Bibis Video rein. Denn Bibi hat sich zu einem bunten Käfer verwandelt praktisch. Die ist so farbenfroh wie ein Schmetterling geworden. Schaut auf jeden Fall rein. Gott, wie ich die Videos immer anpreise. Guckt euch einfach das Video an. Es ist verdammt geil. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Einfach, weil... Bibi, hast du einen Grund für einen Daumen hoch? Weil das Video cool ist. Weil das Video cool ist. Weil die Haarfarbe cool ist. Weil die Haarfarbe cool ist. Weil du mutig warst. Weil ich mutig bin. Eigentlich doch eigentlich, oder? So überzeugend. Also, Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. In Bibi ist Video vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch noch... Oi, hör mal. Dann wünsche ich euch noch... tschüss.